der Wille kann im Lacrosse immer so viel ausmachen. Daher ist es ein ganz neues Spiel. Das wollte ich damit sagen. Und du hast es angesprochen. Peter Staffel, gleich Ballbesitz hier in den ersten Sekunden für Stuttgart. Nicht nur, dass Peter Staffel ein sehr begnadeter Face-Off-Spieler ist, durch ihn läuft auch sehr viel der Offensive Stuttgarts. Guter Schütze, guter Angriffsspieler. Dann schauen wir nochmal in den Reihen von München. Auf wen sollte man da besonders achten? Der Torwart, Nationaltorwart von Deutschland, bei mehreren Großereignissen schon dabei, routiniert, sehr schnell, sehr erfahren. Ich kann auf jeden Fall jedes Team in jedem Spiel dabei halten. Und die Nummer 6, Wolfgang Griesel, einer der besten, wenn nicht der beste Mittelfeldspieler Deutschlands. Einen fantastischen Schuss aus dem Lauf, so wie aus dem Stand. Eine gute Spielübersicht. Und Nummer 20 im Attack von München, immer für ein paar Tore gut. Alles klar, dann freuen wir uns. Da sehen wir schon die erste Flagge, das erste Foul von der guten Defense aus München. Und der Ball wird von Stuttgart weggeworfen. Erste Man-Up von Stuttgart. Die Schiedsrichter haben gesehen, dass der Stuttgarter Offensivspieler vom Münchner Verteidiger gehalten wurde und behindert wurde, sich frei zu bewegen. Deshalb jetzt Stuttgart 30 Sekunden in Überzahl. Was die Frage, können Sie das in dieser frühen Zeit auch schon nutzen, zu Ihrem Vorteil machen? Von dem, was ich bisher gesehen habe, hat mich Stuttgarts Man-Up-Offense noch nicht gut überzeugen können. Ich habe zwar die Statistik jetzt nicht hier, aber sie haben wenig Tore daraus erzielt. Der größte Vorteil ist aber natürlich, dass sie weiterhin im Ballbesitz bleiben. Und Stuttgart ist gar, und München das gar nicht die Möglichkeit hat, Gegentore zu erzeugen. Man sieht die Nummer 42, einen Longstick auf dem Feld. Auch ein sehr erfahrener Spieler mit einem sehr guten Schuss. Etwas ungewöhnlich, das scheint das zuerst, aber wenn man erstmal sieht, wie er abzieht, wird es einen nicht mehr wundern. Münchens Verteidigung, sowohl Torwart, sind wohl mit die beste Deutschlands, deswegen gilt es für Stuttgart viel vom Ball zu halten und geduldig anzugreifen. Es wird interessant zu sehen, wie schnell die Schiedsrichter der Meinung sind, dass die eine oder die andere Mannschaft versucht, auf Zeit zu spielen. Stuttgart im Crease, daher Ball für München. Und das ist der erste Ballbesitz für die München in diesem Finale, am Finaltag der Herren, 2,5 Minuten gespielt. Und jetzt sind wir gespannt, wie sie ihren ersten Angriff hier heute im Finale gegen Stuttgart durchführen. Die Nummer 4, Matthias Lehner, trägt den Ball rüber und München beruhigt erstmal. Matthias Lehner, auch Nationalmannschaftsverteidiger und Berliner Jung. Den kenne ich noch aus Schulzeiten. Ihr seid zusammen in welcher Schule gegangen? Wir sind nicht zusammen zur Schule gegangen, aber im Uni-Fußball haben Mitschüler von mir mit ihm zusammengespielt und da kennen wir uns schon etwas länger. Also Sie haben auch mit Fußball angefangen? Ja, mit Lacrosse hat er erst in München angefangen, als er mit an die Bundeswehr-Uni gezogen ist, zum vermeintlichen Studieren, zu seiner Ausbildung. Jetzt München im Ballbesitz und München weiß um ihre Schwächen in der Offensive und versucht das durch lange Ballbesitzzeit zu kompensieren. Es wird sehr interessant sein, wie lange die Schiedsrichter das zulassen werden. Genau das ist auch der Unterschied zum Darmspiel, da gibt es kein Zeitspiel. Hier wird ganz streng darauf geachtet. München jetzt schon über eine Minute an der Gummikugel. Selbst als Schiedsrichter guckt man auch immer mal wieder auf die Uhr, um zu sehen, wie lange hat denn die Mannschaft Ballbesitz, wie viel Zeit verbringt sie damit, den Ball nur außen zu bewegen und wann erfolgt die erste torgefährliche Aktion. Üblicherweise lässt man der Mannschaft 40, 45 Sekunden Zeit für den ersten Schuss, bis man darüber nachdenkt. Ja, und da ist jetzt das erste Tor für München. Der kommt jetzt prompt und es müsste Thilo Siegel gewesen sein. 77, das war 77. Die 77. Henning Schmidt hat das Tor geschossen. Dankeschön, Jungs. Henning Schmidt nach Assistenz von Tim Wunderlich. Und es geht zurück zum Face-Off. Mal sehen, ob Peter Staffelt seine Dominanz am Face-Off-Punkt fortsetzen kann. Auch immer wieder gut für den Fast-Break, also für einen schnellen Konterangriff.
Er entscheidet sich hier aber den Ball nach außen zu spielen, zu einem seiner Wing-Mitspieler. Ein sehr kontrollierter Ballgewinn. Das habt ihr ja schon angesprochen, diese Stärke der Stuttgarter. 5 Minuten gespielt, 1-0 die Führung der Münchner, eben auch im Damenfinale die 1-0 Führung. Stuttgart am Drücker. Erik Heinze behauptet dort den Ball, auch er erfahrener Nationalspieler, vor allem bekannt für seine Leistung als Verteidiger und Groundball-Maschine. Stuttgart entscheidet sich, das Tempo aus dem Ball zu nehmen und nochmal mit Werner Albert zu attackieren. Versuch Stuttgarts, den Kreis zu feeden, kommt leider nicht an, landet wieder im Mittelfeld. Ah, kommt er da durch? Maximilian Bieber, ein sehr aggressiver Verteidiger. Könnte passieren, dass Stuttgart da in der Lage ist, auch das eine oder andere Foul zu provozieren. Ja, den hat er jetzt gut gesehen. Den hat er gut gesehen. Ja, hier muss man ausstehen. Die Münchner sind hier zahlreich. Der Ball nur am Außennetz. Und wie angekündigt, Maximilian Bieber provoziert mit der ersten Strafzeit ein illegaler Stockschlag, wofür er sich jetzt 1 Minute lang auf die Bank setzen muss und über sein Leben nachdenken. Damit hat Stuttgart wieder die Chance, ein Tor zu schießen. Für die Spannung würden wir uns freuen. Klappt jetzt? Ja, schön gesehen! Schön gesehen! Und da ist das 1-1. Schön ausgespielt, Jungs, oder? Dennis Kova von Erik Heinze, wunderschön gesehen. Den Diagonalpass sehr frei, eigentlich komplett frei vorm Tor und dann ein easier, leichter Dank, wie man so sagt. Dennis Kova auch mit einer tollen Saison? Auf jeden Fall. Generell auch er ehemaliger Nationalspieler. Bekannt für seine Ruhe am Ball, mit dem Ball. Sehr viel Übersicht und auch da bewahrt er die Ruhe allein vor dem Torwart. Da kann auch der beste Torwart Deutschlands nichts machen. So, jetzt haben wir wieder ein Face-Off. 2-0 steht es da für Peter Schaffelt. Und wer gewinnt? Diesmal war es gar nicht. Die Nummer 13 mit dem Face-Off. Philipp Jaworski. Aber hat er toll gemacht. Hat in Karlsruhe Lacrosse spielen gelernt und nach Stuttgart gezogen und jetzt ein integraler Bestandteil dieser Mannschaft, der eben Peter im Face-Off-Ex auch die eine oder andere Pause gönnen kann dadurch. Sehr grenzwertige Verteidigungsaktion Münchens. Ballbesitzender Spieler wurde in den Rücken gedrückt, hat dadurch die Kontrolle am Ball verloren, aber die Schiedsrichter entscheiden sich, das Spiel laufen zu lassen. Also hätte man auch pfeifen können? Da hätte man auch pfeifen können, sobald Kontakt mit dem Rücken aufgenommen ist und der Spieler außer Kontrolle gerät dadurch, kann man überlegen, ob das nicht eigentlich ein sogenannter Push in Possession sein soll. Archer, Hardy ist auch als Schiedsrichter tätig, daher hat er auch genug Ahnung von den ganzen Spielregeln und auch der Auslegung. Und wir haben ja gesagt, hätte können. Ja. Es war ja kein Muss. Viele Messen des Schiedsrichters, gerade im Lacrosse. Wäre der Spieler hingefallen, bin ich mir sicher, wäre eine Flagge geschmissen worden. So ist natürlich, kann man berechtigt darüber diskutieren, ob er wirklich beeinträchtigt wurde. Wo pfeifst du, wenn du als Schiedsrichter unterwegs bist? Wir werden eingesetzt innerhalb unserer regionalen Ligen. Also ich pfeife durch viele Mannschaften im Norden und im Osten. Okay. Aber auch mit den nationalen Turnieren bin ich dann. Also schon eine Erfahrung, dass man auch mal als Schiedsrichter den Sport kennenlernt, oder? Auf jeden Fall. Jede Mannschaft muss auch die Liga-Betrieb mit Schiedsrichtern versorgen. Man kommt also gar nicht drum rum. Und die Tätigkeit als Schiedsrichter hilft dir auch so viel beim Spielverständnis und der Übersicht. Tempo-Gegenstoß München. Schuss vom Wing. Kein Tor. Kein Tor. Max Sandlein mit dem Schuss. Ballbesitz weiterhin bei München. Auf der linken Seite jetzt. Max Migo. Robert Hofmockel, ehemaliger Stuttgarter Spieler, jetzt am Ball. Gibt ihn wieder zurück zu Max Miegel und Max Miegel setzt zum ersten Dodge an.
nichts sah, spielt den Ball schnell weiter auf X. Wieder auf den Wing zu Max. Wieder hoch zu Robert. Nein, der probiert's mal! Und der Torwart hat den Ball anscheinend schlecht gesehen, guckt nochmal in seinen Schläger, hat Würfel aber vermutet, dass der Ball nach unten geschossen werden wird. Robert Hofmockel trifft die obere linke Ecke. Super Position. Und dann zieht er das Ding ab. 2:1. Nach 10 gespielten Minuten. Ist doch ein toller Beginn, oder? Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man am Anfang schon mal mit den ersten Aktionen erfolgreich ist, wächst natürlich auch selbst das Selbstbewusstsein. Absolut. Und die Nervosität fällt weg. Und natürlich ein fantastischer Start für München. Peter Staffel gewinnt den Face-Off. Zwar nicht sauber, aber er zwingt den anderen Spieler ein Foul zu begehen. Somit Stuttgart wieder im Ballbesitz. Jetzt sieht man auch Peter Staffels Vielfältigkeit als Angriffsspieler, nicht nur als Face-Off, eine echte Bank. Und das sind die Anfeuerungsrufe der Münchner Fans wieder zur Defense. Stuttgart bleibt geduldig. Ja, Geduld müssen sie auf jeden Fall mitbringen, denke ich mal. So eine starke Verteidigung hat man eigentlich mit zwei probate Mittel. Entweder man schafft es früh in Ballbesitz, ein Tor zu schießen oder eine gute Chance zu generieren, oder man lässt sich viel Zeit und arbeitet geduldig, bis man einen freien Schuss am Kreis hat. Und die nächste Flagge. Aber jetzt Abpfiff. Strafzeit für München. Der geht runter vom Platz. Nummer 11. Mit einem Cross-Check. Thilo Siegel, Cross-Check für eine Minute. Das ist jetzt das dritte Mal, dass Stuttgart in der Man-Up ist. Bislang haben sie ein Tor daraus erzielen können. Gucken, ob es auch mit dem zweiten klappt. Spielstand immer noch aus Stuttgarter Sicht 1:2. Grüße nochmal ins Ländle, auch Grüße nach München. München führt hier 2:1 im Finale der Lacrosse-Meisterschaft. Peter Staffel schießt den Ball knapp am Tor vorbei. Stuttgart mit dem Backup bewegt den Ball schnell weiter, versucht Münchens Defensive dazu zu kriegen, sich in eine ungünstige Situation zu bewegen. Ah, sie kommen mal momentan nicht so richtig durch. Münchens Verteidigung besteht auch aus sehr vielen aktuellen und ehemaligen Nationalspielern, die gut miteinander eingespielt sind. Stuttgart verliert kurz Kontrolle über den Ball, gewinnt ihn aber schnell wieder und wirft ihn leider nach einem riskanten Pass weg. Aber genau so muss Stuttgart versuchen, erfolgreich zu werden. Sobald sie den Ball vom Boden aufheben, schnell kurz attackieren, austesten, können wir ein schnelles Tor erzielen. Wenn nicht, den Ball wieder nach außen spielen und gucken, bis sich eine Lücke in der Mitte auftut. Sobald die Münchner Defensive organisiert ist, ist sie tatsächlich sehr schwer zu knacken durch den fantastischen Torwart und die erfahrene Defense. Wie gesagt, schnelle Tore, Fast Breaks im Englischen genannt, sind wahrscheinlich ein sehr gutes Mittel für Stuttgart heute hier erfolgreich zu sein. Und dann am Ende natürlich was Zählbares auch mitzunehmen. Jetzt aber wieder Angriff München und bis jetzt waren die sehr, sehr vielversprechend. 2:1 die Führung. Matthew attackiert, wird wieder rausgespielt. Ah, hier kurzer Abpfiff. Abseits, abseits. München im Abseits, schnell wieder Ball an Stuttgart und die versuchen, ihn wieder in ihre Angriffshälfte zu kriegen. Sehr guter Ride, sehr gutes Gegenpressing von der Münchner Attack. Aber letztlich der Ball wieder in Stuttgarter Angriff. Und jetzt geht's und der ab die Mittelfahrt wieder von Benedikt Vormann und es geht schnell. Oh, das Tor! Zu schnell für Stuttgart. Sascha Brust müsste es gewesen sein.
Sascha Broos ist auch ein Veteran des Lacrosse-Sports. Der hat noch mit Holzschläger gespielt, der hatte noch die alten Helme. Der ist ein ganz gerissenes Schlitzohr. Deswegen wenig überraschend, dass er am Ende des Spielstücks mit dem Tor dasteht. Ja, wird gefeiert. 3:1 Führung Sascha Broos. 15 gespielte Minuten. Die 2-Tore-Führung für München im Südduell hier bei der Lacrosse-Meisterschaft. Und wieder der Face-Off für Stuttgart. Ein leichter Ballverlust von Stuttgart und der Ball ist wieder bei den Münchnern. Ja, kann das am Ende den Unterschied ausmachen, dass einfach Stuttgart zu leicht die Bälle... Auf jeden Fall. Es scheint so, dass Stuttgart noch nicht ganz in diesem Spiel drin ist. Es passieren einige Flüchtigkeitsfehler, die müssen sie auf jeden Fall noch ausmerzen. Wenn sie dies schaffen, dann wird das noch ein sehr spannendes Finale. München insgesamt auch eine sehr erfahrene und disziplinierte Mannschaft. Viele Spieler, die an der Bundeswehruniversität lernen und sich ausbilden lassen. Also fehlerfreies Lacrosse ist wichtig für Stuttgart, um hier auch nur einen Stich zu sehen. Eintracht haben sie ja schon 1:3 aus Sicht der Stuttgarter. Und weil wir ja auch das bei den anderen Spielen immer hatten, per Facebook rufen wir immer gerne jetzt die Leute auf. Habt ihr denn eine spezielle Frage, die wir vielleicht mal Insidern stellen können? Zu dem Spiel auch vielleicht? Und wo wir dann eine Antwort erwarten, die jetzt vielleicht nicht so ganz leicht ist. Gibt es da irgendeine Frage, die man stellen kann? Vielleicht zu einem Spieler, zu einer Mannschaft? Guckst du die ganze Zeit heimlich auf dein Handy, auf Facebook, oder? Ja genau, wir gucken dann, wenn die Antwort dann gewusst ist, dann können die das bei Hauptstadtsport TV einfach bei uns kommentieren und dann schauen wir mal, welcher Spieler vom anderen Verein, welcher Fan da die richtige Antwort hat. Überlegt noch ein bisschen, vielleicht habt ihr gleich eine Frage parat. Ansonsten fragen wir einfach, wer gewinnt hier das Spiel. Aber das wäre zu einfach. Stuttgart klärt den Ball, ist zwar unter Druck geraten, konnte das Foul ziehen, behält den Ball im Angriff. Dennis Kova hinterm Tor auf Ex, wie man im Lacrosse sagt, bewegt den Ball schnell weiter zu Alexander Frei. Die beiden spielen auch schon Jahre zusammen. Sehr ballsicher und eine gute Übersicht. Meistens kommt dann der Feed an den Crease. Abgefangen von München. Und jetzt geht's wieder schnell. Der Eier setzt sich durch auf der linken Seite. Björn Wulfmeier. Und sowas ist natürlich tödlich für Stuttgart. Ah, schlampig gespielt. Da habe ich gespielt, jetzt wieder schnell in die andere Richtung. München sortiert sich, bringt ihre defensiven Spezialisten aufs Spielfeld, um so der Stuttgarter Offensive das Ganze möglichst schwer zu gestalten. Schneller Clear über Jan Mijowski, Nummer 42 in Weiß. Und jetzt wieder Stuttgarts wahrscheinlich stärkste Midfield-Line auf dem Platz. Erik Heinzel mit Ball, Peter Staffelt und Werner Alber. Kommen Sie jetzt mal durch. Und da schon wieder München sehr gut darin, Pässe zu antizipieren, Pässe schwierig zu gestalten und abzufangen. Jetzt vielleicht mal die Chance über links, aber abgepfiffen. Technisches Foul von München, Max Miegel mit der Interference, hat den Spieler ohne Ball daran gehindert, sich frei zu bewegen. Deshalb 30 Sekunden Strafzeit. So, wieder mit links. Das ist der Ball auf der rechten Seite. Man versucht als Angriff im Lacrosse den Ball ums Tor komplett 360 Grad zu bewegen, um so die Verteidiger und den Torwart zu zwingen, den Kopf drehen zu müssen, sich umzuorientieren, in der Öffnung so Lücken erschließen zu können. Finden die Stuttgarter die Lücke? Ja! Ja, und das sind auch die Jubelschreie, da ist die Faust und da ist der Anschlusstreffer für die Stuttgarter Alexander Frei. Alexander Frei hat seinen Gegenspieler genutzt als Screen. Er hat um seinen Gegenspieler geschossen. Somit konnte der Torwart erst sehr spät sehen, wohin der Ball fliegt. Ein sehr schönes Tor,
ein Tor eines erfahrenen Angriffsspielers. Aber hätte Philipp den vielleicht noch irgendwie parieren können oder war das sehr, sehr... Es war wirklich fantastisch gemacht von Alexander Frey. Er hat wirklich den Gegenspieler als Mauer, als Sichtschutz sozusagen genommen, sodass der erst im letzten Moment sehen konnte, dass der Ball überhaupt auf ihn zukommt. Und nicht nur das, er hat ihn auch noch an den inneren Pfosten gezirkelt. Philipp Maas, Rechtshänder, die linke Seite bei ihm ohne Schläger. Das heißt, es dauert noch mal länger, den Schläger rüberzuziehen und dort den Safe zu machen. Da kann er nichts machen. Wir haben das erste Timeout. 2:3 aus Sicht der Stuttgarter, der Spielstand. 3:2 führen hier die Münchner. Was sagt er zu den ersten 18 gespielten Minuten? So erwartet? Auf jeden Fall. Dominanz von Peter Staffelt am Face of X war zu erwarten. Ein paar gute Saves von Philipp Maas. Die Routiniertheit des Angriffs von den Stuttgartern. Die gut organisierte Defense der München habt ihr angesprochen. Exakt. Ich wünsche mir noch etwas fehlerfreieres Lacrosse und noch etwas mehr Spielfluss. Ein Hin und Her wäre auch schön. Das macht ja das Lacrosse auch so attraktiv, dass das, sobald das Spiel sehr schnell wird, das heißt, wenn ab und auf und ab gerannt wird und schnelle Aktionen auf beiden Seiten passieren. Aus Stuttgarts Sicht ist es natürlich nicht so gut, dass Münchens Tore relativ einfach und schnell fallen. Also da müssen sie denen mehr Arbeit abzwingen, auch auf den Gesamtverlauf des Spiels betrachtet. Es kann nicht sein, dass Stuttgart 5 Minuten für ein Tor baut, dann werden sie im vierten Quarter auch entsprechend Platz sein. Sie müssen noch viel mehr investieren in der Zeit. Und ich habe jetzt eine passende Frage mir ausgedacht, weil es eben auch Simon angesprochen hat. Den kennt ihr ja auch noch aus BAC-Zeiten, letztes Jahr Deutsche Meisterschaft. Und zwar hat er uns heute Vormittag erklärt, warum die Schiedsrichter grün-schwarze Trikots anhaben und nicht weiß-schwarze Trikots. Und das wäre jetzt mal die Frage. Also, falls ihr zuhört beim Stream, warum haben die Schiris, die Unparteiischen, grün-schwarze Trikots an? Einfach vielleicht die Antwort, Hauptstadt Sport TV, kommentieren. Wir filtern das dann raus und gucken mal, wer da ganz gut aufgeklärt ist. Danke Simon nochmal für den Tipp. Die Dresdner, wenn die jetzt zugucken, werden es natürlich ganz schnell wissen. Aber ich bin gespannt, was da so kommt. So, jetzt geht weiter. Erster Face-Off des zweiten Quarters, gewonnen durch München. Matthew Laustrup mit dem Ball und attackiert schnell, guckt, gibt sich eine Lücke. Nein, spielt den Ball weiter. Und jetzt kann München wieder seine Offensive aufziehen. Stuttgart bemüht sich auch ihren besten individuellen Verteidiger, Jan Mijowski, Münchens besten Angriffsspieler, Wolfgang Griesel, verteidigen zu lassen, in der Hoffnung, so dessen Einfluss reduzieren zu können. So, zweite Quarter, 3:2 München. Deshalb jetzt München in den blauen Trikots, wie gehabt, von links nach rechts, Stuttgart von rechts nach links. Stuttgart, wie gesagt, sehr besorgt um Matchups, haben jetzt einen ihrer Shortstick-Verteidiger auf einem Angriffsspieler, der mit einer ihrer Longpoles den Wolfgang Griesel, verteidigen kann. Ja, guck, ob es gelingt. Ist nicht drin. Der Münchner Spieler nach dem Schuss im Kreis, dort darf er natürlich nicht sein, deswegen Stuttgarter Ballbesitz. Und wir halten fest, ich glaube, das war somit der erste wirklich abgewehrte Angriff der Stuttgarter. Für die Münchner, von den Münchnern. Macht Mut für die Stuttgarter, die jetzt wieder auf Angriff schalten. Ball in der, zwar schon in der Angriffshälfte, aber noch unter Druck gesetzt. Björn Wulfmeier setzt Peter Staffel stark unter Druck. Dieser gibt den Ball weiter zu Dennis Kova. Läuft auf X, überlegt zu dodgen. Bewegt den Ball weiter zu Peter. Und der hat eben schon mal abgezogen. Mal gucken, ob er es sich nochmal traut. Nein. Zu schlechter Winkel, richtige Entscheidung, dort den Ball weiter zu spielen. Wäre zu steil gewesen. Peter, eigentlich auch Linkshänder, kann aber mit beiden Händen sehr gut schießen. Links wie rechts. Boah, und jetzt auch noch Pech. Postenschuss. Jetzt auch noch Pech. Pech bei Werner Alba.
dann wieder schnell wieder der Ball in Stuttgarter Besitz. Kurz war der Torwart außerhalb des Tores. München erfahrene Defense recovered und Stuttgart kann in Ruhe aufbauen. Beide Teams ja in einer Liga. Die sollten sich gut kennen. Meinten beide Teams auch schon in dem Vorhinein, kennen sich sehr gut. Daher ja, das wird super. Sind auch alle Spieler gut vorbereitet, wissen, wer gegen sie spielt, wissen die Vorlieben, wissen, auf welcher Hand man lieber, in welcher Hand man lieber den Schläger hauptsächlich trägt und mit welcher Hand man schießt. Beide Spiele dieses Jahr in der Hin- und Rückrunde gingen an München. München ungeschlagen, genau. Ungeschlagen, genau. Und beide Teams meinten aber auch, heute ein komplett anderes Spiel. Es geht um was? Es geht um die deutsche Meisterschaft. Bislang Münchens einzige Niederlage in der Runde der besten 8 in Hannover gegen Köln. Die heute leider gegen Hamburg verloren haben, 4. Platz. Aber auch eine tolle Saison der Cologne Indians in dieser Saison. Aber in der Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Stuttgart übt jetzt schon viel Druck auf den ballführenden Spieler aus, hofft so, München aus ihrem Rhythmus zu bringen, sie zu Dingen zu zwingen, die sie sonst ungern machen möchten, wie zum Beispiel schnell angreifen und abschließen. München kommt wieder. Bewegt den Ball gut, leider der Stuttgarter Verteidiger dazwischen. Jetzt Diskussion im Mittelfeld. Stuttgart wollte da den Abbruch, hat jetzt aber wieder Ballbesitz. Und jetzt kann es auch mal schnell gehen über die rechte Seite. Erik Heinze zwingt den Angriffsspieler Tim Wunderlich mit in die Verteidigung zu gehen. Eigentlich ein gutes Mismatch, um das dann zu attackieren, aber er lässt sich auswechseln, erschöpft von der langen Defense und Offense, die er vorher spielen musste. Dennis Kova jetzt im Ballbesitz. Auf geht's, München! Holt euch den Ball! Verteidigt von Nikola Kaufmann, spielt den Ball weiter zu Bernhard Minke. Bernhard Minke gibt den Ball im Mittelfeld weiter. Nein, täuscht nur an, attackiert wieder, guckt, wo sind die Schwächen der Münchner Defense. So, finden sie eine Lücke da durch die... Und wieder eine Strafe provoziert. Ball wieder auf dem Boden, schneller Abpfiff. Das machen sie jetzt gut in der Phase. Bleiben im Ballbesitz, die Stuttgarter. Nummer 8, Hamid Daherian, hat einen der Stuttgarter Angriffsspieler daran gehindert, sich frei zu bewegen ohne Ball. Deswegen er jetzt für 30 Sekunden auf der Strafbank. Interference, der Call. Und die wievielte Strafzeit ist das jetzt für München? Oh, nehmen wir ganz knapp vorbei. Jan Miowski mit dem Schussversuch hier zum Ausgleich zu kommen. Stuttgart bleibt aber im Ballbesitz über Dennis Kova. Stuttgart braucht jetzt ein Tor. Sie müssen es schaffen, Man up, mehr Tore zu erzielen. Jetzt ist nur die Frage, wie mit dem Pressschlag durch oder dann doch eher mit dem taktischen Spiel. Und jetzt... Und ein abgefangener Pass führt zu einer Transition-Situation in die andere Richtung. Auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ich glaube, sie müssen jetzt mehr schießen. Sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Es kommen Querpässe durch die Defense, die schnell abgefangen werden können. Gerade von dieser erfahrenen Münchner Verteidigung. Natürlich herrscht da ein großer Respekt vor dem Nationaltorwart, aber die Schützen von Stuttgart sind auch sehr gut und sollten es einfach mal probieren. Was zeichnet Philipp Maas aus? Sehr explosiv in seinen Bewegungen, schnelle Hände, schnelle Füße und sieht den Ball unheimlich gut. So, andere Seite. Wichtig jetzt für die Stuttgarter, wieder am Ballbesitz zu kommen. Wolfgang Riesel mit dem Ballverlust nach einem guten Doppel von Stuttgart.
Stuttgart bittet um ein Timeout, erhält es auch. Hatte wohl Angst, dass der Longstick den Ball verlieren würde, nachdem er von Wolfgang Riese unter Druck gesetzt wurde. Aber vielleicht gar nicht so unklug, jetzt das Timeout zu nehmen beim Spielstand von 2-3. Wir sind im zweiten Quarter. Jetzt wollen es die Stuttgarter, der Ausgleichstreffer liegt schon in der Luft. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Philipp Maas ist nicht leicht zu überwinden, aber Stuttgart hat bisher schon zweimal bewiesen, dass sie es tun können. Und ich sehe keinen Grund, warum sie es nicht ein drittes Mal schaffen sollten. So, wir haben ja die Frage gestellt, warum haben eigentlich die Unparteiischen heute grün-schwarze Trikots an? Die Antwort, ich denke, die ist jetzt nicht ganz schwer rauszufinden, aber auch nicht ganz leicht. Einfach mal Hauptstadtsport TV auf die Facebook-Seite kommentieren. Wir schauen uns das gleich mal an. Mal gucken, ob der ein oder andere Lacrosse-Fan das weiß. Und ich freue mich, euch beiden hier vom BAC, John und Archie, zu haben als Unterstützung. Wie lange spielt ihr schon Lacrosse? Seit 2006 oder 2007 in meinem Fall, in dem Dreh. Also bald 10-Jähriges? Genau, genau. Und ich spiele seit 2009. Seit 2009. John, was würdest du denn jetzt der Stuttgarter Offensive auf den Weg geben? Wie gelangen sie jetzt zum Torerfolg? Mut. Sie brauchen auf jeden Fall Mut. Ich sehe immer noch einen zu großen Respekt vor der Münchner Defensive. Aber Peter Staffelt hat schon bewiesen, dass er jeden Einzelnen schlagen kann. Er hat zweimal zurückgezogen und nicht aufs Tor gezimmert, weil er gesehen hat, dass der Winkel ein bisschen schlecht war. Aber sie kommen vorbei. Jetzt würde ich einfach nochmal die Winkel etwas verbessern und einfach mal draufzimmern. Sind mal gespannt, was passiert. Und da ist es. Bernhard Minke. L.A. Dodge zum Langpfosten, bewegt sich dann wieder in die Mitte, verbessert seinen Winkel und schließt ab. Als ob er dich gehört hat. Einfach mal den Mut haben abzuziehen, das wird in dem Fall belohnt. Wir haben es 3-3, auch wieder ein spannendes Finale hier bei den Herren München, Stuttgart 3-3. Viele Grüße an dieser Stelle an meine Freunde aus Würzburg, Thomas Nippel und Charlie Kuschel. Ja, ich hoffe, sie hören uns zu. Hören und sehen uns zu. Und wieder ein erfolgreicher Face-Off-Gewinn für Stuttgart. Lernen über ihre verteidigenden Spieler. Ja, vielleicht haben sie jetzt die Angst, die wir eben noch angesprochen haben, jetzt doch den Respekt abgelegt. Peter Staffelt mit tollen Metern da auf der linken Seite. Erik Heinze initiiert, bewegt den Ball schnell weiter über Ex. Dennis Kova gegen Benedikt Fuhrmann. Man sieht sehr schön, wie Dennis Kova immer den Blick nach innen hat, um zu sehen, ob da ein freier Mann am Crease steht, der schnell abziehen könnte. Versucht, den Dominik Dubeck zu feeden für einen freien Schuss vom Kreis. Sind dann nochmal Anlauf der Peter Staffel. Wie gesagt, links wie rechts gefährlich ein Tor zu schießen. Sehr schwierig dadurch zu verteidigen. Kommt in die Mitte, behält den Ball, schafft es fast, den weiter zu spielen. Dennis Kova erobert den Bodenball. Dennis Kova jetzt gegen den Shortstick. Das ist ein Matchup, was Stuttgart auf jeden Fall versuchen sollte auszunutzen. Boah, na die Chance! Riesenchance, stark gemacht von Philipp Maas. Dennis Kova erobert wieder den Bodenball. Da sieht man die Explosivität von Philipp Maas, wie schnell er nach unten ging, um diesen Schuss, diesen Bounce-Schuss fast zu saven. Wahnsinnstart. Jetzt wieder Bernhard Minke auf dem Spielfeld. Ball abgefangen von Aber München kann erstmal den Ball abfangen. Kontrolliert.
verlieren. Und jetzt geht ab die wilde Fahrt über die rechte Seite. München gerade mit Schwierigkeiten, den Ball sauber zu klären. Stuttgart ist auch bekannt dafür, für ihr starkes und intensives Gegenpressing. Die Kehrseite der Medaille wäre natürlich, dass, wenn es dann mal geschlagen wird, eine leichte Transition-Chance bestehen kann für München. Aber München entscheidet sich, einen Timeout zu nehmen und den Ball länger in der Offense zu behalten. So, jetzt haben wir auch unseren Post auf Facebook mal gemacht. Schauen Sie einfach mal vorbei, Hauptstadtsport TV. Wir begleiten ja die Lacrosse-Meisterschaften das ganze Wochenende. Heute das Finale und wir haben nochmal zur Frage gefragt oder uns die Frage gestellt. Die Schiris heute in grün-schwarzen Trikots und das hat einen Grund. Wir möchten den Grund wissen. Einfach mal auf Facebook, Hauptstadtsport TV und da ist ein schönes Bild von uns. John und Archie vom BAC sind da, kommentieren hier mit, bringen Expertenwissen rein. Und jetzt haben wir noch 8:50 im zweiten Quarter, 3-3. So kann es weitergehen. Auf jeden Fall. Spannendes Spiel und München sicherlich auch überrascht, wie gut Stuttgart dagegen hält. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wir ja schon so München als Favorit hatten. Ich denke, sie sind jetzt schon überrascht und vielleicht haben die Stuttgarter wirklich diese Angst, diesen Respekt jetzt abgelegt. So, wen haben wir da auf dem Platz? Dennis Herd, Robert Hofmockel und Zeit haben mit der Herian im Mittelfeld für München auf dem Platz. Im Angriff Sascha Brust, Tim Wunderlich und Max Sandlein. München steht sehr weit, bewegt den Ball außen entlang. Welches Matchup attackiert man, wenn man München ist, John? Wenn man München ist. Ganz simples Lacrosse gegen die Shortsticks Dodgen. Das wär das Thema. Und das machen sie auch. Da ist Robert Hofmockel versucht, seinem Gegenspieler zu entkommen. Und da ist ein Schuss. Etwas daneben, aber der Ball bleibt bei München. Im Lacrosse ist es so, der nächste Spieler, der an der Stelle ist, wo der Ball ins Aus geht, nach einem Schuss, diejenige Mannschaft kriegt den Ball auch wieder. Stark verteidigt von Stuttgart. Der Münchner Spieler verliert kurzzeitig den Ball, behauptet sich ihn wieder, bewegt ihn oben lang. München immer noch im Ballbesitz. Ja, die drücken jetzt auf den vierten Treffer. Wollen hier das Ding nicht abgeben. Wollen. Tim Wunderlich mit einem starken Schuss vom Wing. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte in unserer Einstellung. Der Torwart hat bereits vermutet, dass der Ball unten lang gehen wird. Tendenziell also oben anfällig, weil er schnell rät, schnell nach unten springt. Wir werden sehen, ob die Münchner Schützen das ähnlich wahrnehmen wie ich und das umsetzen können oder ob sie sich für eine andere Strategie entscheiden. Schauen wir mal jetzt weiter noch im Ballbesitz. Bereits der zweite Schuss von München in dieser Possession, der dritte Schuss sogar. Und wieder gehen sie über links. Ball weiter bewegt. So, wir warten auf den Abschluss. Nummer 8 gegen Nummer 8. Hamid Taherian. Und der Versuch. Und der ist verloren gegangen. Und jetzt wieder Stuttgart mit der nächsten Chance. Jan Mijowski mit der 42 ist das. Links dreht, aber oh, hat er das klasse gemacht. Lass den Münchner Verteidigungsspieler alt aussehen. Aber ganz alt. Die Münchner Bank beschwert sich gerade darüber, dass Stuttgart im Abseits gewesen sein soll. Aber wie wir von uns aus sehen können, vier Stuttgarter zu jedem Zeitpunkt in ihrer Verteidigungshälfte. Kennst du denn mittlerweile die Abseitsregel im Lacrosse?
So ein bisschen. Tilly hat mir ja wunderbar eingeführt und das erklärt. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich lerne auch noch dazu und bin wirklich froh, dass ihr heute mit dabei seid. Aber dann erklär sie doch nochmal für alle, die vielleicht auf dem ähnlichen Stand sind wie ich. Für mich ist das ja einfach, Jean, du bist noch kein Schiedsrichter. Das ist deine erste Prüfungsfrage. Meine erste Prüfungsfrage. Also, typischerweise... jetzt müssen wir ganz kurz das Tor mitnehmen, weil das jetzt der Führungstreffer für die Stuttgarter ist zum 4:3. 5 Minuten vor dem Ende des zweiten Quartals. Ganz starker Dodge und auch ganz starker Schuss von Peter Staffelt. Und das hast du ja angesprochen oder habt ihr ja angesprochen. Wenn er seine Stärke ausspielt. Stuttgart damit das erste Mal in Führung in diesem Spiel. Trotzdem wollen wir nicht ablenken. John, du hattest eine Aufgabe, die genau. Abseitsregel ganz Abseitsregel, kurz. Zu jedem Zeitpunkt müssen 3 Angreifer in ihrer Angriffshälfte bleiben und 3 Verteidiger plus ein Torwart in ihrer Verteidigerhälfte. Wenn das nicht ist, wenn ein Vierter ist, ist Abseits. Nee, es muss wenn es einer zu wenig ist. Das heißt ja, dass dann in der anderen Hälfte sozusagen eine illegale Überzahlsituation stattfindet. Wenn ein Verteidiger zum Beispiel in die... München, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, stellt auch gerade taktisch um. Matthias Lehner Nummer 4, ihr vermutlich mitbester Verteidiger, wird jetzt auf Peter Staffel angesetzt. Man respektiert ihn als Angriffsspieler. Und allgemein zu den Regeln, wie ist das, wenn man jetzt Lacrosse gerne lernen möchte und sagt, boah, die Regeln sind mir viel zu kompliziert. Kommt man dann schon irgendwie rein oder muss man erstmal ein halbes Jahr Regelbuch auswendig lernen? Nein, man kommt auf jeden Fall rein, wie mit allen anderen Sportarten auch. Ausprobieren, heißt die Devise. Ich glaube auch, dass also für viele Leute, die den Sport zum ersten Mal sehen, sieht das alles sehr durcheinander aus. Sehr durcheinander aus, aber wenn man selbst spielt oder sich kurz Mühe gibt, sich das genauer anzugucken, sind die Regeln eigentlich intuitiv zu verstehen zum größten Teil. Deshalb versuchen wir das auch mal zu erklären, weil die Mannschaften suchen ja auch immer wieder neue Talente, neue Spieler. Lacrosse ist natürlich in Deutschland nicht der Sport, wie es in Amerika oder Kanada ist. Und deshalb da auch immer noch ein bisschen erklären, dass das alles klappt, so ein paar Regeln erklären und... Schauen Sie einfach mal bei den Teams auch auf die Internetseite. Dort gibt es nämlich Trainingszeiten, offene Treffs. Vom BRC habt ihr ja sowas auch, um richtig. Eben neue Lacrosser auch an Land zu gewinnen. Ich denke auch für manchen einen spielenden Lacrosser, aktiven Lacrosser, bestimmt nicht uninteressant, hier mal wieder was über die Regeln zu hören. Ich glaube, als Schiedsrichter macht man dann schnell die Erfahrung, dass auch erfahrene Spieler die Nuancen und Details der Regeln noch nicht verinnerlicht haben. Und es ist ja auch so, wie in anderen Sportarten, irgendwelche kleinen Regeln ändern sich auch jedes Jahr. Absolut. Gibt es denn, Archie, irgendwas dieses Jahr, was sich geändert hat im Regelbuch, was ich zum Beispiel wissen sollte? Also im internationalen Lacrosse verändert sich das relativ langsam im Vergleich zum College Lacrosse. Dort ist eigentlich wirklich jedes Jahr eine große neue Regeländerung zu diskutieren. Bei uns, ich meine, es wird an einer neuen Version des Regelbuchs geschrieben. Offside, die Abseitsregelung soll anders formuliert werden, aber ich denke, grundsätzlich ändert sich eigentlich nichts bei uns. Umso leichter für mich. Ich bin ja nur Spieler. Oh! Und als Spieler hast du jetzt auch dieses Tor gesehen. München bleibt dran und wieder war es die 77 Henning Schmidt. Doppel N, Doppel T. Henning Schmidt mit dem zweiten Treffer für München. Das war vielleicht jetzt auch wieder zu leicht, wie er da richtig, durchgekommen ist. Richtig. Das ist, kann aber an der Stelle auch bewusst von Stuttgart in Kauf genommen werden. Henning Schmidt in dieser Münchner Angriffskonstellation von Stuttgart als einer der schwächeren Spieler wahrgenommen. Er zeigt ihnen hier, dass Stuttgart sich an dieser Stelle verschätzt hat. Peter Staffelt gewinnt den Face-Off mit Hilfe von Erik Heinze, der wieder mal einen Groundball oder in diesem Fall einen Ball aus der Luft abfängt und kontrolliert. Deshalb Stuttgart im Ballbesitz. 4-4, der Spielstand 2:20 noch im zweiten Quarter. Alex Frei dodgt gegen Maximilian Bieber, sieht völlig frei. Boah! Erik Heinze
Schuss war geblockt von einem der Münchner Verteidiger. Wo ist der Ball? Wer kann ihn zuerst aufheben? Und Alex frei. Der Fuchs mit dem Ball. Nur der HDAC. Mach die hier. Jetzt. Oh. Da hat sich Alexander frei genötigt gefühlt, den Schuss zu nehmen. Die Münchner Verteidigung hat ihm wenig Respekt gezollt. Aber einfacher Save für Philipp Maas. Da wieder das Stifter der Gegenpressing am Werk. Chaos-Situation. Kann München. Ja, das war wieder ein schlampig gespielter Pass von den Münchnern. Das wäre eventuell der fünfte Treffer gewesen. So, wir sind schon auf den letzten zwei Minuten des zweiten Quarters. Die Zeit jetzt also beim Schiedsgericht. Wir sehen sie jetzt nicht. Stuttgart nimmt ein Timeout, möchte noch den letzten Schuss in dieser Hälfte nehmen. Wird sich jetzt einen Play überlegen, einen Spielzug, einen einstudierten, um noch die Halbzeit in Führung gehen zu können. Ja, auch hier wieder clever gewählt. Natürlich, genau. Wir haben gesehen, dass noch unter zwei Minuten auf der Uhr sind. Wir werden den Ball jetzt wahrscheinlich erstmal etwas halten, etwas beruhigen und sich genau das passende Matchup aussuchen. Oder noch gewiefter, vielleicht haben sie einen ganz speziellen Plan. Was könnten sie denn vorhaben? Das ist jetzt natürlich so ein bisschen in die Glaskugel gucken, aber wenn ich Stuttgart wäre, ich würde versuchen, Peter abschließen zu lassen, wenn ich kann. Oder zumindest Peter dadurch dafür zu nutzen, die Münchner Defense in eine bestimmte Richtung zu ziehen und dann auf der gegenüberliegenden Seite einen Torabschluss zu suchen. Also wir achten jetzt gleich mal auf den 99, Peter oder Peter Staffelt. Wie möchte er denn genannt werden? Dr. Staffelt. Das ist also ganz wichtig. Promovierter Chemiker, wenn mich nicht alles täuscht. Auch noch nicht allzu lange, deswegen wahrscheinlich auch noch nicht auf dem Spielberichtsbogen vermerkt. Nein, wir bleiben jetzt erstmal bei Peter Staffelt. Und ich bin jetzt gespannt, ob das eintritt. Also, entweder er schließt selber ab oder sie benutzen seine offensive Präsenz, um eine ballstarke Seite zu kreieren irgendwo. Die Defense verschiebt sich in seine Richtung und auf der Ballfernseite wird der Abschluss gesucht. Oder auf der Peter-Fernseite. Dann wird schnell der Ball rumgespielt, sodass der Ball auf der anderen Seite ist und neu attackiert oder direkt geschossen. Also Stuttgart im Ballbesitz, 4-4, 60 Sekunden vielleicht noch. Da ist Staffelt. Staffelt zurück zu Heinze. München hat sich auch entschieden, einen ihrer Longpulls auf Peter abzustellen. Und hier links kommt er wieder, jetzt im Ballbesitz, Peter Staffelt, aber verteilt nochmal. Der erste Dodge ist wahrscheinlich von Erik Heinze, weil der mit einem Shot konfrontiert ist. Schnell weitergespielt. Alex Frei versucht da den freien Mann nah vor dem Tor anzuspielen. Passt leider zu hoch. Und somit hat München jetzt doch noch eine letzte Chance in dieser Halbzeit. Der Timekeeper, ich unterbreche gerade, der Timekeeper drauf, also noch weniger als 30 Sekunden. Weiß nicht, ob die München nochmal angehen lassen oder ob sie hier mit dem 4-4 erstmal. Auf jeden Fall, das ist ja wie ein freier Schuss. Wenn du den letzten Schuss kriegst, dann besteht keine Gefahr mehr, dass es eine Kontersituation in die andere Richtung geht. Aber Stuttgart macht es gut. Und München kommt nicht mehr zum Schuss. Also danke fürs Mitmachen. Gerne weiter hier kommentieren. Auch an dem BRC nochmal Dankeschön sagen für die tolle Ausrichtung. Und jetzt geht's weiter. Jetzt freuen wir uns aufs dritte Quarter. 4-4 München-Stuttgart auf Augenhöhe. Peter Staffelt zwar nicht am Face-Off, aber trotzdem Face-Off-Gewinn für Stuttgart. Und sie beruhigen es erstmal wieder. Jetzt ist wichtig natürlich in dieser Phase auch, die nötige Ruhe erstmal wieder zu finden, nicht zu überhastet, und das habt ihr beiden ja auch sehr gut erklärt, hier zu agieren, fehlerfreies Lacrosse spielen, das also die Hauptsache. Erik Heinze mit dem Ball, macht schon mal ein bisschen Druck auf die Defensive, und jetzt haben wir ein Shortstick-Duell. Und da kommt der Schuss und ein Pfostenschuss. Zweiter Pfostentreffer im Spiel.
Wieder Pech für Stuttgart, wieder Pech für Stuttgart. Und Erik Heinze zeigt mal wieder seine Groundball-Stärke. Direkt nach dem Pfostenschuss hat er den Ball wieder in seiner Pocket und Stuttgart bleibt im Ballbesitz. Alex frei. Alex frei am Ball, er probt einmal. Hat er eben schon mal gut gemacht, den verdeckten Schuss. Genau, selbe Position. Jetzt also wieder Stuttgart in Weiß, links nach rechts, München rechts nach links. Die Wasserbeschaffung ist delegiert. Also ich du hast dich drum gekümmert? Genau. Wunderbar. Indem ich jemand anderen losgeschickt habe, das physische Wasser zu holen. Was ist denn bislang passiert? Ein sehr sauberer Face-Off-Gewinn von Stuttgart. Hatten eine längere Possession jetzt, aber dann wieder ein abgefangener Pass. Ja, zwar wieder intercepted und das war auch wieder schlappig gespielt, aber schön zurückgeholt. Und jetzt sehen wir diese Kämpfe im Mittelfeld, die ein Spiel auf jeden Fall ausmachen könnte. Diejenige Mannschaft, die diese Bodenbälle in der Mitte des Feldes gewinnt, die hat meistens am Ende auch sehr gute Karten, das Spiel zu gewinnen. Stuttgart müsste es noch schaffen, effizienter Tore zu schießen. Sie haben viel den Ball und oft den Ball, kämpfen hart dafür, belohnen sich aber noch nicht dafür. Vielleicht klappt es jetzt mit dem nächsten Angriff. Erik Heinze. Oh, war der schön gesehen. Oh, war der schön gesehen. Ganz starker Save. Philipp Maas im Tor der Münchner und ihr habt es angesprochen, da war wieder seine Stärke. Aber wie frei Alexander Frey da vom Tor war, das hätte eigentlich machen müssen. Das ist auch eigentlich ein beliebter Spielzug von Stuttgart. Sie attackieren die Seite runter, machen den Pass hinters Tor und der ballführende Spieler spielt sofort wieder zurück an den Mann am Kreis, der sich frei bewegen konnte. Stuttgart arbeitet sehr hart dafür, den Ball zurückzugewinnen und macht es München nicht einfach, in die Ballhälfte, in die Angriffshälfte zu bringen. So, München drückt auf den nächsten Treffer. 4-4 steht es in einem Finale auf Augenhöhe. Max Miegel schießt aber das Wetter, auch jetzt klasse pariert. Stuttgart auch mit dem Torwartwechsel hatten wir schon angesprochen. Haben wir noch nicht angesprochen. Philipp Werfs jetzt im Tor. Philipp Werfs, anders als Renu, Linkshänder. Das heißt, damit verändert sich die Schusslogik für die Spieler auf einmal. Wo vorher kein Schläger war, ist jetzt auf einmal Schläger. Da auch um den Gegner etwas so aus dem Konzept zu nehmen. Richtig, richtig. Wenn du 40 Minuten lang auf einen rechtshändigen Torwart schießt und auf einmal steht ein Linkshänder im Tor, das sind die Automatismen beim Schießen. Du übst, weg vom Schläger zu schießen. Meistens übst du bei einem rechtshändigen Torwart. Da, schöner Hidden Ball Trick Versuch von München. Versuchen zu verschleiern, wer der ballführende Spieler ist, aber... Und dann wieder von der rechten Seite Wolfgang Griesel. Wolfgang Griesel, die Nummer 6. Nummer 6, da packt er seinen Schuss aus. Wie gesagt, einer der komplettesten Mittelfeldspieler in Deutschland. Kann mit beiden Händen gut schießen. Diesmal mit der linken Hand, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, und eben noch die Finte und der nächste war dann der Treffer. München auch wenig Ballbesitz für ihre Verhältnisse, aber trotzdem in Führung, weil sie effizienter und effektiver sind, darin ihre Chancen zu verwerten. Das zeigt auf jeden Fall hier dieses dritte Quarter. Stuttgart eigentlich länger im Ballbesitz mit eben auch der dicken Chance. Und jetzt wieder die Münchner mit der Nase vorne, 5-4 im Finale der Lacrosse-Meisterschaft. Er hat eigentlich diesen Arzt schon mal ins Mikrofon gelassen. Das versteht kein Mensch da. Ehemaliger Nationalspieler und
auch Scherz deutscher Keks. Meister Scherzkeks Marek Beck, der jetzt ein Jahr lang in China war, hat dort gelernt, wie man relativ professionell Reis und Nudeln kocht. Also hat in einem Restaurant viel ausgeholfen, ein bisschen gebackt. Also er weiß, was es heißt, wenn ein Sack Reis in China umfällt. Wortwörtlich. Spielen die Chinesen Lacrosse? In Hongkong auf jeden Fall. Natürlich auch dadurch, dass da viel amerikanischer und britischer Einfluss ist. Viele Expats in Hongkong leben. China selbst, Mainland China, das könnte ich dir gar nicht beantworten. Ich glaube, es gibt China Lacrosse schon. Ja? Ist aber noch sehr, sehr klein. Sehr jung. Sehr jung. Wäre doch mal was für euch so als deutsche Importmarke irgendwann. Die Chinesen lassen sich doch für viele Sportarten begeistern. Ja, da gibt es sowieso auch innereuropäisch sehr viel Austausch, sowohl im Schiedsrichterwesen als auch auf spielerischer Seite. Dass europäische Trainer in Ländern, die mehr Erfahrung haben, im Ausland aushelfen. Sowohl jetzt bei Clubmannschaften als auch bei Nationalmannschaften. Beispielsweise hat einer unserer ehemaligen Kapitäne, Professor Dr. Bill Caden, die tschechische Nationalmannschaft trainiert. Jetzt schon nicht mehr bei uns, jetzt mittlerweile in Florida der gute Mann, aber eben auch Head Coach der Tschechen gewesen. Ah, okay. Eben weil es diesen Austausch und diese enge Bindung und Beziehung gibt. So, mittlerweile auch die strahlenden Siegerinnen vom DAC hier oben angekommen, gucken sich jetzt das Herrenfinale an. Ja, im Finale der Damen gegen München. Ganz, ganz knapp gewonnen, 13-12 nach Verlängerung. Das war kein guter Schuss von Stuttgart. Ja, und das ist das, was ihr angesprochen habt. Sie brauchen einfach in dieser Phase zu viele Chancen. Und jetzt sehen wir auf der Gegenseite, ob sich das rächt. Aber da haben sie Glück, dass die Münchner den Ball vertändeln, aber weiter im Spiel lassen. Schöner Einsatz von Philipp Werner. Schön gesehen, auf der gegenüberliegenden weiten Seite war der Longstick frei und somit haben wir einen leichten Clear für Stuttgart. Stuttgart mit dem nächsten Versuch. Da hat er versucht, fast die ganze Münchner Defensive, es mit der fast ganzen Münchner Defensive aufzunehmen, ist leider gescheitert. Ist im Kreis gelandet, deshalb jetzt Ballbesitz München. Ja, er beschwert sich jetzt noch, da blockiert worden zu sein. Alex Frey gefällt mir aber bei Stuttgart in der Phase sehr, sehr gut. Wolfgang Griesel hilft enorm dabei, München den Ball zu klären. Und nutzt jetzt diese chaotische Situation. Die Verteidigung kann nicht reagieren, kann schlecht reagieren, kann auch nicht helfen. Tolles Solo hingelegt. Diesmal der Schuss mit links aus dem Lauf. Sehr schön. Wenige Spieler in Deutschland könnten diese Situation so gut ausnutzen wie Wolfgang Griesel. Wolfgang Griesel bringt die Münchner in Front, 6-4. 10 Minuten gespielt im dritten Quarter. Ja, aber mittlerweile wiederholt sich Fehler vorne in der Offense bei Stuttgart. Und dann kann München die Chance nutzen. Jetzt heißt es für Stuttgart, da nicht die Kontenance zu verlieren. Weitermachen. Kopf hoch. Ein klarer Sieg am Felsen für Peter Staffelt, moralischer Sieg für München, aber sie vertändeln den Ball und Stuttgarter Ballbesitz. Erik Heinz jetzt auch wieder bei Stuttgart. Auf dem Platz, er hält auch da den Ball. Peter Staffelt attackiert den Longstick, Nummer 3 Björn Wulfmeier, gibt wieder ab an Erik Heinze, der jetzt im Matchup gegen den Shortstick. Ah, da wieder leichter Ballverlust. Das war auch kein
kein notwendiger Pass. Der Mitspieler war in keiner Schussposition, war aber auch keine echte Hilfe für einen Transferpass. Zum Glück erarbeiten sie sich den Bodenball wieder. Erik Heinze auf Alexander Frei. Alexander Frei. Ah, der wollte nochmal rüberlegen. Auf zögerlich, zögerlich, wahrscheinlich nachdem er auch schon frei vom Torwart scheitern musste, wegen der großartigen Torwartleistung. Ganz passt jetzt lieber die Verantwortung. Ganz schwierige Phase jetzt für die Stuttgarter. Wir haben die letzten zwei Angriffe gesehen von den Münchnern. Wolfgang Griesel mit der Nummer 6. Zweimal erfolgreich. Ja, sehr viel Interaktion auch am Spielfeld dran, wird immer wieder kommuniziert zu den Spielern. Merkt man das, spürt man das, dass draußen die Mitspieler Anweisungen geben? Oder wenn man auf dem Spielfeld selber es steht? Es hilft jederzeit mit diesem Helm auf dem Kopf. Hörst du nicht immer alles, was deine Gegenspieler und auch Mitspieler sagen? Desto mehr Leute dir dann zurufen, was du zu tun hast oder ob du jetzt jemanden hinter dir hast, der den Ball wegnehmen möchte oder wo, ob du falsch stehst, vielleicht im Abseits gerade, abseitsgefährdet bist. Da hilft es natürlich immer, wenn die Auswechselbox auch schreit, was zu tun ist. Jetzt die Schiedsrichter warnen München davor, dass sie jetzt auf Zeit spielen würden. Das heißt, sie dürfen den Ball nicht mehr außerhalb der Restraining Line bewegen, sonst wird abgepfiffen und Stuttgart erhält den Ball. Ja, Schussversuch abgeblockt. Ist es richtig, dass sobald der Schuss aufs Tor kommt, dass das Stalling dann aufgehoben wird? Nein, das ist es nicht. Das gilt weiterhin. Deswegen haben es die Schiedsrichter nach dem Schuss auch nochmal explizit angezeigt. Das Einzige, was einen Stalling quasi aufhebt, wäre jetzt ein Tor. Oder Ballbesitzwechsel. Alles klar. Wieder die Anzeige. Ja, zeigen Sie es an. Aber der Münchner entgeht auch knapp der Linie. Sobald er auch nur mit dem Ball im Schläger diese Linie berührt, Ballbesitzwechsel, Stuttgart erhält den Ball. Hey. Ja. Ah, München immer noch im Ballbesitz. Der Bereich, in dem sie den Ball bewegen dürfen, ist auch noch vergleichsweise groß. Es gibt nur diese eine Regel, um Zeitspiel irgendwie einzuschränken oder zu vermeiden im Lacrosse. Gerade mit diesem Regelsatz in internationalen Regeln stellt sich schon die Frage, eine Mannschaft, die talentiert genug ist, kann auch in diesem eingeschränkten Raum den Ball lange behalten, ohne dass sie zwingend aufs Tor gehen müssen. Sehen wir jetzt in dieser Phase und die Münchner machen das sehr, sehr gut. Wie muss Stuttgart jetzt am besten reagieren? Irgendwann müssen sie überlegen, mehr Druck auszuüben. Auf den ballführenden Spieler und auch auf die Spieler ohne Ball. Gerade wenn München jetzt tatsächlich stallen sollte, heißt das ja, dass sie sehr viel Vertrauen auch in ihre eigene Defensive haben, dass dieser 2-Tore-Vorsprung ausreicht. Daher. Und da ist das leichte Tor durch München und der Vorsprung wird auf 3 Tore ausgebaut. Wirklich schwierige Phase für die Stuttgarter jetzt. Und wir haben ein Timeout von Stuttgart. Timeout genommen beim Stand von 4-7 aus Sicht der Stuttgarter. 5 Minuten haben wir noch in dem dritten Quarter. Wir sind im Finale der Lacrosse um die deutsche Meisterschaft hier in Berlin beim BRC auf dem Gelände. Das war jetzt ein drittes, recht einfaches Tor. Was meinst du, Jean? Hat sich der Torwartwechsel gelohnt oder hätte man den eigentlich guten Torwart drin lassen sollen? Ist das eine Frage, die sich Stuttgart stellen lassen muss? Es ist immer schwer für einen Torwart sozusagen kalt ins Wasser geschmissen zu werden. Ich bin mir sicher, dass er wusste, dass es die Möglichkeit gibt, dass er reinkommt, aber tendenziell immer einmal einem Torwart zu vertrauen. Und der erste Torwart hatte ja einen ganz guten Job gemacht. Ich hätte ihn wahrscheinlich drin gelassen. Aber Fluffy. Stuttgart kennt seine Torwart natürlich besser als ich. Und Jimmy Jones, wie er auch genannt wird. Philipp Werfs, ja. Philipp Werfs, auch ein fantastischer Torwart.
Na, also der auch noch nicht lange spielt, muss man dazu sagen. Wie lange? Noch kein Jahr, meine ich. Der hat sich eigentlich Feldspieler, der auch als Karlsruhe dazugekommen ist, der jetzt seit einer Beinverletzung quasi gezwungen war, ein Tor zu spielen, hat sich sehr stark entwickelt, ist Teil des Nationalmannschaftstrainingskaders, erweiterten 40-Mann-Kaders. Frage ist, hätte er bei diesen Schüssen was machen können? Vielleicht bei einem, aber keine einfache Situation, solche Schüsse zu halten für ihn. Auch nur den besten Torwart. Stuttgart erobert den Ball. Vielleicht jetzt mal über Peter Staffelt hier den nächsten Angriff einzuleiten, aber da passt auch wieder viel zu weit hoch. Stuttgart unermüdlich darin, den Bodenball zu erkämpfen. Unermüdlich versuchen sie, den Versuch, den Ball zu klären, des Münchner Teams aufzuhalten und zu unterbrechen. Die Mannschaft, die den Ball klärt, ist immer numerisch im Vorteil in ihrer eigenen Hälfte, logischerweise. Haben drei Verteidiger, ein Torwart da, die andere Mannschaft nur drei Angreifer. Früher oder später wird der Ball geklärt werden. Man versucht, so viele Fehler wie möglich zu provozieren, in der Hoffnung, dass man dadurch selbst den Ball gewinnt. Wolfgang Griese attackiert von Ex an der Short Six. Pass nach oben und Tim Wunderlich, das ist genau sein Schuss. Nachdem die Defense sich nach unten gezogen hat, hat er Zeit, kann abziehen. Schwierig, schwierig zu spielen für den Torwart auch. Und wir haben es gesagt, wirklich eine schwierige Phase jetzt auch für die Stuttgarter. Mittlerweile der Vorsprung der Münchner auf 4 angewachsen, 8-4. Und das geht jetzt in diesem dritten Quarter dann doch etwas zu schnell für die Stuttgarter. Mensch, jetzt nochmal Kopf hoch. Vielleicht auch nochmal einfach mal den Frust von der Schulter schütteln und weiter geht's. Ist die Stuttgarter Defensive schon müde? Mir scheint es etwas so. Wir mussten gerade viel verteidigen, lange verteidigen. Auch das Stalling Warning, da mussten sie lange den Ball verteidigen. München kommt jetzt auch besser in die Face-Offs. Und sind jetzt schon wieder am Ball, über die rechte Seite. Robert Hofmocker mit der 10. Dennis Herd attackiert Werner Alba, verliert dabei den Ball. Jetzt die Möglichkeit, den Ball zu klären für Stuttgart. Aber schon wieder viel, viel präsenter, die Münchner. Das ist natürlich wichtig. Auch wenn du den Ball verlierst als Angriffsspieler, darfst du nicht aufhören zu spielen. Du sollst nachsetzen, Fehler passieren. Wenn du den Verteidiger unter Druck setzt, kriegst du den Ball schneller wieder, als du denkst. Und hier wird er für seinen Einsatz definitiv belohnt. Die Münchner halten den Ball. Führen in diesem Quarter 4-0. Es gibt keinen Grund für sie, riskante Pässe zu spielen, riskante Spielzüge anzufangen. Nein, jetzt sind die... Jetzt schlägt er seinen Mann, überlegt sich's anders, zieht nochmal raus, spielt einen leichten Pass weiter. München, keine Frage, jetzt in der komfortableren Situation. Und von Stuttgart muss... Wenn München nicht bald schießt, erwarte ich die nächste Stall, das nächste Stalling Warning. Aber da haben wir einen Push from behind gegen Stuttgart und somit der Ball wieder bei München. Viel geht jetzt über Dennis Herz mit der 29 jetzt am Ball und auch mit der Nummer 10 Robert Hofmocker. Und der probiert es einfach mal aus der Distanz. Ja, warum denn nicht bei dem Spielstand von 8-4? Da man ja auch im Lacrosse als schießende Mannschaft gut den Ball zurückerhalten kann, kann man jetzt auch einfach mal schießen, kriegt den Ball wieder und hält ihn länger, ohne dass die Schiedsrichter das Gefühl haben, man würde auf Zeit spielen. Ein sogenannter Possession Shot. So, wir sind schon in der Phase, wo wir die Zeit nicht mehr sehen können.
Das heißt, weniger als 2 Minuten. Oh, und jetzt sehen wir einfach die Aggressivität der Münchner. Mit der nächsten Balleroberung und mit dem nächsten Zug zum Tor. Einer der Stuttgarter Spieler liegt verletzt am Boden. Es wird abgepfiffen. Einer der Münchner Spieler hockt über ihm, unüblich. Aber wie schon gesagt, diese Mannschaften kennen sich gut, sind gut befreundet. Daher war bei diesem Hit bestimmt nichts Böses gemeint. Aber hat sich da wohl doch schwerer verletzt. So richtig gesehen, was da vorgefallen ist, habe ich es leider auch nicht. Es wirkte für mich eigentlich wie ein fairer Hit. Vielleicht im letzten Moment gestolpert oder etwas in die Knie gegangen, sodass der Hit dann im Endeffekt gegen den Kopf ging. Und da den Schlag da abbekommen hat. Er kann aus eigener Kraft das Spielfeld verlassen. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes. Also Applaus für Simon Lomm. Scheint dann auch gleich weiterzugehen für ihn. Der Zeitnehmer ist auf dem Feld. Das heißt, wir sind wieder bei unter 30 Sekunden zu spielen in diesem Drittel. Sehr schön zu sehen hier neben dem Schiri der blaue Mann mit der Stoppuhr. Und jetzt geht's weiter. Die 30 Sekunden laufen. Und schafft München hier dann doch noch das 9. Tor? Oder geht's dann doch nochmal? So, und jetzt kommen wir zur Abseitsregel, die ihr eben wunderbar erklärt habt. War es denn? Es war Abseits. Dennis Kova landet auf der Linie mit seinem Fuß. Dadurch gilt er als in der anderen Hälfte. Die Frage, die man stellen muss, ist natürlich, wurde er geschubst? Wurde er auch, als er den Ball gefangen hat, in den Rücken gedrückt? Das ist das, weshalb er sich da auch beschwert hat bei den Schiedsrichtern. Sehr schwierig zu sehen für die Schiedsrichter natürlich, gerade bei so einem langen, schnellen Pass. Somit gehen wir jetzt mit einer 8:4 Führung ins letzte Quarter. Jetzt müssen wir sagen, nach den ersten 40 Minuten ausgeglichenes Spiel 4:4 und jetzt ein 4:0 Quarter für München. Das zeigt schon in eine gewisse Richtung. Auf jeden Fall. Stuttgart muss nochmal richtig an sich glauben. Die Münchner haben jetzt viel gewonnen durch wirklich engagiertes Rennen und den Ball nach vorne tragen und schnell abschließen, was ja eigentlich der Schlüssel war zu Stuttgarts Sieg. Schnell das Tor attackieren. Das hat München jetzt gut gemacht. Ja genau, Stuttgart nochmal selber an sich glauben und wie gesagt, die Shortstick attackieren und mit Mut aufs Torzimmer. John, die Worte nehmen wir jetzt erstmal mit. Wir gehen ganz kurz in der Werbung und sind gleich wieder da. Bei uns. Die Werbung dauert nicht lang. Wir sind pünktlich wieder zurück zum letzten und entscheidenden Quarter hier im Lacrosse-Herrenfinale. Neben mir an meiner Seite immer noch John und Archie vom BRC. Die letzten 20 Minuten laufen und John, du hast es eben gesagt, Stuttgart muss jetzt an sich glauben und ich hoffe, das tun sie. 8:4 die Führung für die Münchner, die jetzt wieder von links nach rechts spielen. Stuttgart, ja, von rechts nach links. München erobert den Ball nach dem Face-Off und dann Jan Miowski mit dem Takeaway, schnelle Ballbeförderung in den Angriff und jetzt sind Stuttgart in Überzahl. Nutzen Sie die Situation aus. Sie müssen. Wenn Sie hier nochmal rankommen wollen. Aber genau diese Balleroberung im Mittelfeld, wie ich auch schon vorher sagte, können Stuttgart zurück ins Spiel bringen. Das sind die 50-50 Groundballs, 50-50 Chancen, die du hast, den Ball wiederzukriegen.
Das sind ein paar mehr Ballbesitzer, die dann zu Toren führen können und vielleicht den Ausgleich schnelles Doppel, kurzes Doppel von München. Werner Alba befreit sich sauber, gibt den Ball an Peter Staffelt weiter, der jetzt gegen einen Shortstick-Defender attackiert, provoziert die Hilfe von München. München muss schnell wieder an den Kreis recovern. Ja, tolle Übersicht. Sobald du das erste Mal die Münchner Defense dazu gebracht hast, sich zu bewegen, musst du den Ball schneller weiter bewegen. Finde den freien Mann, irgendwo gibt's eine Lücke. Wieder schlampig gespielt von Erik Heinze. Aber gut gesehen. Wollte Alex da war, da war eine gute Möglichkeit zu passen da für einen guten Schuss. Der Pass leider schlecht ausgeführt. Und somit auch die nächste Stuttgarter Möglichkeit leider nicht genutzt. 8-4 München. Jetzt sieht man das ganz gut. Stuttgart mit 3 gegen 4 Leuten. Irgendwann findet man die Lücke als klärende Mannschaft. München über Tim Wunderlich zu Sascha Broos hinterm Tor. Er spielt den Ball wieder hoch zu Matthew Larsrud. Matthew, kanadischer Spieler. Hat viel Indoor-Lacrosse gespielt, was eine... Oh, und dann die nächste Möglichkeit und nochmal der Rebound. Glück für Stuttgart in der Situation. Glück für Stuttgart und natürlich auch schlau von München. Ab und zu sollten sie versuchen zu schießen, einfach um den Schiedsrichtern glaubhaft zu vermitteln. Wir wollen hier noch andere. Wolfgang Griesel nimmt sich jetzt Platz, will wahrscheinlich Werner Alba stark anlaufen. Ja, tolles Spiel auch von ihm, von der Nummer 6. In der ersten Halbzeit ist er ein bisschen untergegangen, fand ich. Jetzt in der zweiten Hälfte sehr viel präsenter, wichtiger Spieler. Aber dann auch da der Ball, der Pass abgefangen. Und jetzt starker Pass zu Dennis Kova. Oh, stark weitergespielt, ein bisschen zu flach auf die Knöchel des anstürmenden Marc Zobel. Auch wieder gut gedacht, gute Idee gehabt, aber wieder nicht diesen letzten Schritt Richtung Tor gemacht. Hätte er es vielleicht selber machen müssen? Nein, das war schon die richtige Entscheidung, den Pass zu machen. Er hätte vielleicht noch ein paar Meter gehen können, um zu gucken, welcher Verteidiger tatsächlich auf ihn dann zuläuft. Aber der Pass war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Der Pass war die richtige Entscheidung. Marc hätte vielleicht etwas früher dort auftauchen können. Hat die Situation noch nicht schnell genug gelesen. Aber wenn der Pass 20 cm höher ist, ist das wahrscheinlich ein Tor. Also genau. So, wir sind live drauf. Immer wieder kommen natürlich ein paar Leute hier hin. Brüllen irgendwas ins Mikrofon. Also davon einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. 8-4 München, vorne München im Ballbesitz. Und da sehen wir wieder den Get-in-In-Call. Die Schiedsrichter fordern München auf, in das Angriffsdrittel zu kommen. Und jetzt müssen sie erstmal wieder in diesem Drittel bleiben. Das haben sie eben ganz schlau auf der Gegenseite gemacht. Das war ja danach auch ein Treffer. Tim Wunderlich immer noch im Ballbesitz. Und ein schöner Pass. Sieht zwar nicht aus wie ein sonderlich erfolgsversprechender Schuss, aber München braucht keine Tore. Tore bedeuten, dass es wieder ein Face-Off gibt und eine weitere Möglichkeit für gerade Peter Staffelt, ein schnelles Tor zu produzieren. Also hier geht es um Ballbesitz, ab und zu mal den Akzent aufs Tor setzen und die Zeit runterlaufen zu lassen. Und die läuft runter und die läuft gegen Stuttgart. 14:40 noch. Wie wir es auch schon letztes Mal gesehen haben, sobald Stuttgart jetzt mehr Druck machen sollte, werden sie anfälliger für Münchens Angriff und vielleicht kommt dann noch ein leichtes Tor für München bei rum. Union.
Ball kurz runtergefallen, deswegen wiederholen die Schiedsrichter das Keep-It-In-Zeichen. Und dann gibt es... Oh, das gibt es nicht. Jubel auf Münchner Seite. Robert Hofmocke mit einem Schuss von der... fast von der Restraining Line. Ja, und jetzt auch Verzweiflung bei den... Das Foul, was vorher... Das ist schon sehr schade, das ist schon sehr schade. Dann noch ausgerechnet der Robert Hofmockel, ehemaliger Stuttgarter Spieler. Das werden sie wahrscheinlich nicht so leicht verzeihen. Aber sie haben es in dieser Phase auch selbst zuzuschreiben. Natürlich. Ja, der Frust ist groß bei den Stuttgartern in Weiß. Peter Staffeld versucht den Ball zu gewinnen. Kriegt er noch? Schubst kriegt er ihn noch? Da ins Aus. Münchner Ball. Die Münchner haben auch viele Spieler in ihren Reihen, die jetzt Teil der deutschen Indoor-Lacrosse-Nationalmannschaft geworden sind. Zeichnen sich dadurch aus, es ist eine andere Version des Sports, die in Eishockey-Rings gespielt wird, auf kleinere Tore, sehr viel mehr wie Eishockey, sehr viel schneller, die sehr viel mehr Ballpräsenz und Fähigkeit erfordert. Deswegen denke ich, wird München keine großen Schwierigkeiten haben, dem Druck standzuhalten, der jetzt von Stuttgart erfolgt. Alle sehr gut und sehr druckresistent am Schläger. Und wieder ein schöner Pass von Wolfgang Griesel von hinterm Tor. Und ein Possession-Shot wieder mal. München bleibt am Ball. Das nur ein Pass zu Wolfgang, landet im Aus, Abpfiff und Stuttgarter Ballbesitz. München wieder sehr diszipliniert, bringt ihre Verteidigungsspezialisten aufs Feld, will da nichts anbrennen lassen. Peter Staffel nimmt den Ball selbst und bringt ihn nach vorne. Keine langen und schwierigen Pässe, einfach nur Athletik und Übersicht. Jetzt muss Stuttgart kommen. Und bislang haben sie sich nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie schnell Tore produzieren können. Ist also interessant zu sehen, wo identifizieren sie ein gutes Matchup, wo greifen sie an. Versuch eines Dodges, Ball einfach nur weitergespielt. Er hatte seinen Mann schon fast geschlagen, aber hat dann weitergespielt, bevor die Defensive überhaupt in die Rotation kam. Kein guter Schuss, zu schwach, zu unplatziert. Dann lieber den Ball nochmal rausnehmen, neu ansetzen. Minke hat ihn gefordert, hat ihn bekommen und dann der Abschluss war nicht ganz perfekt. 9:4 weiter für die Münchner und die Zeit, wir können es sagen, die rennt weiter. 10 Minuten noch und ich danke auch nochmal bei Facebook, habe gerade geguckt, es gibt in China Lacrosse, die waren sogar bei der WM dabei. Dominik Wolf, besten Dank für die Info. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ah, der Schlag an den Helm. Sobald man Metall auf Plastik hört, weiß eigentlich der Schiedsrichter, da ist was schief gegangen, da werfe ich die Flagge. Neununddreißig geht mit der Strafzeit mit dem Slash runter. Den hat der Wolf wieder daneben geschossen mit Absicht, da bin ich überzeugt von. Um eben, was du eben angesprochen hast, auch hast, im Spiel zu bleiben,
Der Schiedsrichter, die Schiedsrichter gucken auf ihre Uhren, wie lange brauchen sie für einen Schuss. Wann attackieren sie das Tor? Wenn man ab und zu mal so einen Schuss daneben setzt, im Wissen, dass man den Ball zurückkriegt, dann wird die Uhr im Kopf des Schiedsrichters quasi wieder auf Null gesetzt. Und man läuft das gar nicht Gefahr, des Zeitspiels beschuldigt zu werden. Wieder Wolfgang Gries. Oh, und der nächste Aluminiumtreffer da für München. Da steht es 2:2 jetzt in dieser Statistik. Dürfen wir nicht vergessen, Stuttgart auch schon zweimal mit dem Pfostenpech. Jetzt wieder in Gleichzahl beide Mannschaften. 6 Angreifer, 6 Verteidiger plus ein Torwart. 8 Minuten noch. Tim Wunderlich setzt sich durch, schießt aus dem Lauf am Tor vorbei. Früher oder später wird sich Stuttgart überlegen müssen, zu doppeln mit dem Torwart oder mit einem anderen Verteidiger und den Münchner unter mehr Druck zu setzen. Ja, lange Zeit haben sie nicht mehr, aber vielleicht kommt es dann auch zu spät. Jetzt zählt es erstmal hier den 5. Treffer für Stuttgart zu machen. München, wie gesagt, mit vielen Schüssen, vielen nicht allzu hochprozentigen Chancen, aber... Sie wollen einfach in Ballbesitz bleiben. Sie fühlen sich wohl mit dieser 5-Tore-Führung. Tim Wunderlich schlägt den Spieler, legt weiter ab und es wird wieder verzögert. Da wird er frei am Kreis. Und das ist die Entscheidung. 7 Minuten vor dem Ende des Spiels. Tim Wunderlich mit dem 10. Treffer für die Münchner. 10:4 jetzt der Spielstand und das ist eine Hausnummer, 6 Tore aufzuholen. Es ist eine Hausnummer. Es ist zu schaffen. Es haben schon Teams 6 Tore in 7 Minuten geschossen, da bin ich sicher. Vor allem mit einem mit Spielern, die dir den Ball nach jedem Tor direkt wieder geben können. Mal sehen, ich schreibe sie noch nicht ab. 6 Tore, wir brauchen 1 erstmal bei Stuttgart. Wir brauchen ein Tor. Jedes Tor ist leider nur ein Punkt wert. Also aber ein Anfang wäre es für eine grandiose Aufholjagd. Und was haben wir nicht alles an diesem Wochenende hier in Berlin schon erlebt? Werner Alba diesmal am Face-Off. Und dann ein unnötiger Ballverlust. Ein sehr unnötiger Ballverlust im absolut falschen Moment. Glauben Sie selber vielleicht nicht mehr dran? Es ist schwierig. Sie haben diese zweite Halbzeit sehr viel schlechter gespielt als noch in der ersten. Langsam fehlen auch die Kräfte, gehen die Kräfte zu Ende. Davon auch nicht vergessen, intensives Wochenende. Genau, und Stuttgart muss jetzt natürlich mehr rennen als München. Sie müssen den Ballführenden immer jagen, damit sie den Ball zurückerobern können. Ah, jetzt viel körperbetonter, so wollen wir Lacrosse sehen. Max Miegel kommt erobert den Bodenball, wird unter Druck gesetzt von Jan Mijowski, lässt sich nicht beirren, spielt den sicheren Pass weiter in den Angriff zu Henning Schmidt. Ah. Auch wieder weiter Ballbesitz für die Münchner, 5 Minuten 20. Wo sind die Stuttgarter Fans? Ja, wo sind sie? Wahrscheinlich in Stuttgart. Einige sehe ich noch da hinten, aber sie sind vielleicht auch enttäuscht über diese zweite Halbzeit hier im Finale. Schaffen es die Münchner in Berlin den Titel zu holen, ähnlich wie im vergangenen Jahr der BAC in München? Wäre ja auch eine schöne Geschichte. Für wen? Für München. Selbstverständlich gönnen wir es allen Mannschaften, die hier spielen. Alle Mannschaften, die hier angetreten sind, haben es absolut verdient. Und jetzt passiert es auch. Stuttgart entscheidet sich, den ballführenden Spieler zu doppeln. Hinten sieht man die 22, verteidigt quasi 2 Spieler gleichzeitig, ganz alleine. In der Hoffnung, dass der ballführende Spieler unter so viel Druck ist, dass er keinen Pass spielen kann. Ja, jetzt aber die Flagge geworfen und weiter... mit Ballbesitz für München. Jan Mijowski hat den Ball von dem Spieler zu Fall gebracht auf unfaire Art und Weise, hat sich das mit dem Schläger zwischen den Beinen verhakt.
und muss jetzt deshalb eine Minute auf die Strafbank. Wird München versuchen, ein weiteres Tor zu schießen oder halten sie nur den Ball? 3,50. Von vornherein, keep it in. Schwierige Entscheidung seitens der Schiedsrichter. Ja, die Münchner bringen sich hier schon in Stellung. 3,30 noch und der nächste Treffer liegt in der Luft. Also sie können sich jetzt aber auch die Stuttgarter zurechtlegen, aber das war doch mal ein toller Save da und trotzdem ist also reingegangen. Das würde ich mir auch gerne noch mal im Replay ein sehr kurioser Treffer anschauen. Stuttgarter Goalie eigentlich schon mit dem Save und dann prallt der Ball irgendwie noch ins und Tor. Irgendwas ab und Colette ins Tor. Und so kann man froh sein, dass jetzt nicht 9-9 steht und dass das 9-10 war. Also ganz kurioses Ding. Ich würde es mir trotzdem gerne nochmal anschauen. Wir haben leider keine Zeitlupe hier. Wir sind jetzt in der, die letzten 3 Minuten des Spiels sind zu spielen. Das heißt, die Uhr wird jetzt bei jedem Abpfiff angehalten. Das heißt, ein bisschen mehr als 3 Minuten zu spielen, je nachdem, wie häufig der Ball im Netz landet oder abgepfiffen wird. Ah, jetzt vielleicht dann nochmal Stuttgart. 5 Treffer sind drin. Oh. Tankt sich der Benedikt Vormann nochmal durch, bringt seine ganze Körperpower damit. Eine unglaublich Groundball-Maschine, dieser Benedikt Vormann. Und wenn der Ball erstmal in seinem Stick ist, kommt er da auch sehr schwer wieder raus. Und sobald er über der Linie war, holt sich der. Oder nimmt der Coach von München ein Timeout, damit sie nochmal bereden können, was sie in den letzten Minuten machen wollen. Oh, Stickcheck. Stuttgart hat gerade einen Stickcheck verlangt. Jede Mannschaft, der Headcoach jeder Mannschaft, darf jeder abgepfiffenen Situation die Schiedsrichter bitten, einen der Schläger der gegnerischen Mannschaft zu prüfen, ob er denn den Dimensionen, die im Regelwerk vorgeschrieben sind, entspricht. Anscheinend war vermutet Stuttgart, dass nachdem der Ball da so schwer rausgekommen ist oder gar nicht rausgekommen ist aus dem Schläger von Benedikt Vormann, der Schläger vielleicht zu eng ist oder zu tief ist. Das sind alles Faktoren, die bestimmen, ob der Schläger legal ist oder nicht. Deshalb wird er gerade ausgemessen? Er wird gemessen, also die Gesamtschlägerlänge wird gemessen. Es wird der Plastikteil, der Schlägerkopf, der Head gemessen in verschiedenen Dimensionen. Und es wird geguckt, ob der Ball, wenn man den Schläger einmal umdreht, ungehindert rausfallen kann. Ja, die sind immer noch dabei, den Schläger zu checken. Haben wir im Finale der Frauen auch 2-mal gesehen. Dort beides Mal, aber alles der Regel entsprechend. Der Ball scheint ohne Probleme rausgekommen zu sein, aller Vermutung nach. Die Schiedsrichter haben festgestellt, dass das Netz, das an dem Plastik befestigt ist, die Pocket zu tief war und dadurch der Ball schwieriger rauskommen konnte. Eine technische Strafe und Ballbesitzwechsel. Es hätte schlimmer kommen können für München, gut für Stuttgart, den Ball wieder zurückzuhalten. Schlimmer kommen für München heißt was? Wenn beispielsweise der Schläger zu eng gewesen wäre, wäre das eine 3-Minuten-Strafe für unsportliches Verhalten gewesen und Stuttgart wäre 3 Minuten mehr ab. Und das in den letzten 3 Minuten. Ja. Im Falle, dass Benedikt Vormann ein Tor geschossen hätte vorher, was wäre dann passiert? Nichts. Erstmal nichts? Erstmal nicht. Also wenn sie diesen Stickcheck direkt nach einem Tor beispielsweise fordern, beim Torschützen, und festgestellt wird, dass der Schläger aus irgendeinem Grund illegal ist, wird das Tor aberkannt. Und alle weiteren Strafen, die es dann halt so gibt, zusätzlich nochmal dazu genommen. Ja, die Frage mussten wir nicht klären. Wie gesagt, die Uhr tickt jetzt nur im Schiedsgericht auf der Stoppuhr. Sie dürften noch ein bisschen mehr als 1,5 Minuten sein. 4:11 der Spielstand. München wird jetzt aufgefordert, den Ball schneller in ihre Angriffshälfte zu bringen. Absolut zu Recht. Absolut zu Recht. Wenn sie jetzt den Ball nochmal rückwärts spielen sollten, kann abgepfiffen werden und das Ganze als Stalling gewertet. Aber sie bringen den Ball in ihre Angriffshälfte, in die Box. Ja,
Und dann Riese mit dem Ballverlust. Fliegt da ins Aus, da sehen wir jetzt nicht mehr Stuttgart Ballbesitz. Werner Alba. Ein Tor würde ich noch gönnen. Nach der wirklich tollen ersten Halbzeit. Keine wirklich, wirklich keine gute erste Halbzeit für Stuttgart. Zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit 4-4. Zur Halbzeit genau 4-4. War es ja wirklich ein spannendes Spiel, ein Auf und Ab. Und dann das schlechte dritte Quarter 0-4. Und das hat so den Knacks gegeben. Aber trotzdem, liebe Stuttgarter Fans, nicht traurig sein. Immerhin die Vizemeisterschaft, das ist doch auch schon groß. Ja. Nachdem Stuttgart vor 2 Jahren Meister geworden ist, sind sie im folgenden Jahr nicht mehr in die Final vorgekommen. Leider Gottes. Und davor waren sie auch schon recht häufig Vizemeister. Waren sehr konzentriert darauf, diese Meisterschaft zu erringen. Ich denke, sie können zufrieden sein mit sich und ihrer Leistung, auch über das gesamte Jahr betrachtet. Das ist eine enorme Steigerung, die alle Leute, die den Sport verfolgen, sehen konnten. Und Stuttgart hat ihr bestes Lacrosse tatsächlich dieses Wochenende gespielt. Auf jeden Fall. Im Halbfinale und in der ersten Halbzeit dieses Spiels. So, München erkämpft sich da wieder den Ball. Gleich müsste wieder der Timekeeper aufs Feld kommen. Und dann die letzten Sekunden dieses Finals einläuten. Und das war's auch schon. München mit Abstand Rekordmeister im deutschen Lacrosse. Weiterer Titel für sie und ihre